Hallo Palle, ich bereite gerade alles vor für deine Reise ins Weltall. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Freedom. Mit dabei ist natürlich wieder unsere Lieblingsmaske, der gute alte GLP. Kiss mich nicht. Hast du wieder dieses Hühnchending oder weshalb bist du ja so schnell? Natürlich. Du bist ein krasser Boy. Ich bin ein kleines Hühnchen. Ein Kind hast du auch schon wieder am Start. Ja. Oh, das ist das Ding. Ich kann mit dir ein bisschen konkurrieren. Ich habe nämlich Banani. Und der ist der krasseste hier im Stall. So, ich wollte jetzt, dazu muss ich in deinen Kellerverlies mal gehen. Ich wollte mit Kleopatra reden. Oh nein. Mit der wollte ich mal ein bisschen talken. Hier ist auf jeden Fall schon wieder so ein kleiner Willi. Zack, kleiner Tür Willi auf. Machen wir hier mal lieber wieder zu. Nee, da geht nicht. Du musst... Ja? Ja, siehst du ja. Drück mal da jetzt. Mach mal auf, Sisse, dann kannst du raus. Nö, will ich ja gar nicht. Ich will mit Kleopatra reden. Guten Tag, das Smarte Maid. Hallo, Paluten. Guten Tag, Kleopatra. Was willst du? Girl, ich will einfach mal wissen, wie es dir so geht. Alles easy? Ach klar. Wie soll es mir schon gehen? Ich wurde aus meinem normalen Leben am Schloss gerissen und eingesperrt. Tagelang hing ich in dieser winzigen Zelle und wartete entweder auf meine Hinrichtung oder auf meine Freilassung. Kannst du dir vorstellen, wie zermürbend das ist? Puh, keine Ahnung, also, dann, du hast ja halt einfach, weißt du, dann sucht man sich nicht so einen Tyrannen als Mann. Ohne Witz. Natürlich, aber dein Mann will uns alle vernichten. Mein Mann, dem scheinbar selbst seine eigene Frau komplett egal ist? Was ist, wenn ich bei dieser Explosion in der Nähe gestanden hätte? Ich verstehe nicht, wie er dieses Risiko eingehen konnte. Ja, weil dein Mann freaking bananas ist. Wir sind seit Jahrzehnten verheiratet und haben 12 Kinder. 12 Kinder. Leute, frag doch mal GLP, ey, das ist ja nix. 12 Kinder. Also, ganz ehrlich, 12 Kinder läuft bei euch. Wie soll es jetzt weitergehen? Was passiert mit mir? Also, Kleopatra, das Wichtigste ist, dass du mit uns kooperierst. Und wenn nicht, dann muss man wahrscheinlich mal wieder der Rat der Edgarianer zusammenkommen und mal wieder abstimmen. Umfrage! Umfrage, Leute! Stimmt jetzt? Nein, wir warten nochmal damit. Das wird, dir wird nichts passieren, solange du mit uns kooperierst. Was soll ich denn tun? Wir benötigen Infos. Gibt es geheime Wege ins Schloss oder Schwachstellen? Es gibt sicherlich den ein oder anderen Geheimgang ins Schloss, von dem nur einige hochrangige Generäle und die Königsfamilie wissen. Aber sie sind gefährlich. Warum gefährlich? Diese Gänge sind voller ekelhafter Kreaturen, die nur die Daywalker kontrollieren können. Ja, das klingt doch nach einem perfekten Abenteuer für ja. P-Dizzle und GLP. Das wäre glatter Selbstmord. Diese Monster kommen direkt aus der Hölle und sind unheimlich stark. Ach, easy. Kleopatra, weißt du? GLP und ich und auch viele weitere meiner Kampfesmitglieder. Weißt du, wir haben so viele Abenteuer bestritten, da können uns solche Kreaturen aus der Hölle mal ordentlich den Buckel runterrutschen. Ja. General Dieter will noch mit dir reden. Sage ihm alles über die Gänge. Und wo sie sich befinden. Ja, und da hat Kleopatra nichts mehr zu sagen. Also, Girl. Du weißt ganz genau, ne? Entweder guck mich an, wenn ich mit dir rede. Also, sag alles über die Gänge und dann werden wir mal schauen. Alter, hier ist es so voll. Und alle gucken sie an. Voll viele sind einfach so ganz straight zu ihr gerichtet. Und Yonga L. Jackson hat irgendwie... Hey, du bist doch keine Frau. Oder doch? Wieso guck hast du Bubis? Hä, hey, ist sie mit sich selbst verheiratet? Hä? Was? Oder gibt's mehrere Yonga L. Jacksons? Guck mal. Nee. LOL? Die ist mit sich selbst verheiratet. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. What the fuck? Wie hat sie das denn geschafft? Ich weiß es nicht. Hat wohl keinen Mann abgekriegt. Aber bei mir ist gerade Dämmmaterial von der Decke geplumpst. Das ist einfach hier links von mir, ist es einfach runter. Gott sei Dank habe ich keine Facecam, sonst wäre das ein bisschen peinlich. Die kleben nämlich irgendwie nicht ganz so gut, wie ich mir das gedacht habe. So, wir gehen jetzt raus hier aus diesem Kellerverlies. Oh, hier hat einer wieder ein Kind. Oh, Surprise! Was eigentlich. Wo ist eigentlich mein Kind? Das habe ich gegessen. Das hast du gegessen? Ja, okay, aber lecker. Warte mal. Hier. Hä? Das hatte ich doch hier reingetan. Das hatte ich doch im Inventar. Cameron. Hä? Was? Was denn? Ledig. Warum?
Ah, nee, du redest mit dem Waffenmeister, glaube ich, dahinter, mit dem anderen dahinter. Kann das sein? Oder ist der, nee, der ist nur hinter dem Glas. Martha Ryder und, nee, hier stimmt irgendwas nicht. Ich red auch, der ist wirklich, aber, hä? Aber weil hier ja, steht... Ja, sie ist auch ledig. Martha Ryder, Mutter Cecilia. Warte mal, was ist denn hier los? Lol. Nee, das buggt, man redet tatsächlich irgendwie mit dem Waffenmeister. Sorry, Bro, ich muss dich mal ganz kurz, nur ein bisschen, geh mal bitte ein bisschen weg. Jetzt geh doch mal ein bisschen weg da. Hä, er kriegt auch kein Knockback. Warum steht deine Frau... Ah, da, ja, sie ist mit dir verheiratet. Oh, Gott sei Jetzt Dank, geht's. Ey. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Was will mit die Waffe hier? Mit Ballütten. So, was wir auch als nächstes mal machen könnten, Manu, ist mal so ein bisschen hier den ganzen Kram hier einpassen. Weil, also mein Haus habe ich ja schon gesagt... Oh, und dieses blöde Schiff. Ja, ich muss hier meinen Keller auf jeden Fall noch... Ja, ach, dein Keller, du kannst ja oben so ein bisschen für deine Lieblingskinder was hinbauen. Also ich würde gerne, warte mal. Die soll nicht ans Tageslicht. Ich baue mal auch nicht deine Lieblingskinder? Ich habe keine Lieblingskinder, alle scheiße. So, warte mal, ich gehe mal ganz kurz hier zu Kapitän Schmierhose, denn der hat sicherlich noch eine Ladung Zäune etc. Was ist denn da vorne los? Oh, was für ein eleganter Jump, ey. Kapitän Schmierhose, was hast du denn da vorne gebaut? Oh, ich muss unbedingt was essen. Ha! Professor Ente! Kollege, was machst du denn hier? Ach, hallo Palle. Ich bereite gerade alles vor. Für deine Reise ins Weltall. Weltall? Du wolltest doch unbedingt ein ME-System. Nun, auf einer Expedition auf dem Mond hatte ich eine Basis, inklusive einem ME-System. Allerdings musste ich fliehen, weil ich von Weltraumpiraten angegriffen wurde. Du bist auch eine Pfeife. Muss ich verteidigen. Also fliegen GLP und ich auf den Mond, killen die Piraten und retten das ME-System? 100 Punkte für dich. Allerdings muss ich noch ein paar Einzelteile besorgen. Bis morgen sollte aber alles fertig sein. Alter. Hier ist eine Rakete. Stufe 1. Fallschirme. Ölkanister, Batterien, Raketenstartrampe. Läuft auf jeden Fall bei dir, Professor. Ich bin hier hinten, beim Schiff, bei Kapitän Schmierhose. Warte mal, hast du denn hier? Beim Schiff? Ah, hier sind Zäune. Okay, Steinziegel. Höhe steht mit Steinziegel Silberfischchen. What the heck? Zauntor, Eichel. Das nehme ich mal alles mit für mein Häuschen. Hier, das sind ja Sachen, die ich von Kapitän Schmierhose bekomme. Blau einfach mal alles. Du kannst gerne vorbeikommen, Manu. Dann könnten wir, weil das ist Galactic Craft, da hatte, glaube ich, auch dein Debitor hier, der hatte letztens doch auch... Ich war schon mal auf dem Mond. Echt? Ich kenn mich da aus, ja. Okay, ich war noch nie auf dem Mond bei Minecraft Galaxy. Boah, ich glaube, das Projekt ist irgendwie anderthalb Jahre, das ist bestimmt schon her. Da gab es auch Galactic Craft, aber ich habe mich mehr mit einer anderen Mod beschäftigt. Und zwar einerseits Jurassic Craft und was war das andere, womit ich noch zu tun hatte? Da konnte ich mir so Superkräfte spritzen. Das war Pokémon mega nice. Kraft? Nee. Das kenne ich auch. Ja, mit den Superkräften. Das ist voll geil. Da konnte man dann einfach fliegen und war mega nice. So, warte mal. Das kenne ich aber noch vom Anfang. Hier, man muss 9 Sachen zusammenpacken und dann hat man hier eine perfekte Startrampe. Warte mal, das kann ich doch hier für Manu auch schon mal machen. Aber das, was uns, glaube ich, noch fehlt, sind ein paar Masken etc. Weil da oben gibt es natürlich keinen Sauerstoff. Könnte ich hier nicht schon mal... Ich brauche keine, ich habe schon eine. Die Rakete. Patz? Alter. So. Junge, damit sollst du zum Mond gehen? Also, da bin ich mir aber nicht ganz so sicher, ob sowas alles funktioniert. Mal hier. Patz, Alter! Was? Junge. Und Lady sagt, I don't have a home point. Also... Oh, da kommt er. Geile Story von ihr. Da kommt er angaloppiert. Guck mal da! Hier eine richtig krasse Rakete. Welche ist denn deine? Möchtest du die linke oder die rechte Rakete? Ich nehme die hier. Okay, dann nimmst du die. Die lacht mich an. Wie taufst du deine? Okay, wir brauchen eine Taufe. Ja, rate mal. Rakete? Manuel. Du nennst sie Manuel. Ich nenne meine. Verdammt, ich brauche einen guten Namen für meine Rakete. Nenn sie doch Lumpy. Airspace P-Dizzle. Ach, langweilig. Apollo P-Dizzle. Apollo P-Dizzle. Oh, guck mal, ich hab ein Kind. Lutsch, LJ. Dir gehen so langsam die Namen aus, ne, Manu? Ach. Jetzt heißt der schon Lutsch. Junge, und der backt mega am Boden. Warte mal, wir bräuchten eigentlich auch
Wir müssen uns mal so ein bisschen dann auch equippen für eine Reise. Weil wenn da so ein paar Weltraumpiraten etc. auf uns warten, dann sollte man da natürlich... Banani. Easy. Ja, aber Banani, weißt du, der kann auch nicht alles rocken. Ich habe auf jeden Fall noch Glowstone-Staub. Wir haben doch, ich denke, für so eine Sache könnte man mal wieder ein paar krassere Waffen auspacken, die auch zu einem Weltraum-Setting definitiv passen. Dazu sollten wir am besten mal hier vorne hinlatschen. Hallo Tim, guten Tag. So, wo haben wir denn die Sachen? Hier ist C4-Fernzünder, aber ich glaube, wir haben gar kein C4 mehr. Hier liegt C4 rum. Da ist AK-Munition. Okay. Seit wann haben wir hier 4 Diamantblöcke? Aber nicht, dass ich mich beschweren würde. So, hier nochmal ein bisschen AK-Munition. Ach, hier sind noch die Haltbarkeitssachen. Warte mal, aber wir brauchen ja auch eine AK. Oh, hier haben wir auch noch Gold drin. Und, oh, Glowstone-Staub. Den nehme ich auf jeden Fall mal mit für Banani. So, dann schauen wir mal. Guten Tag, wer bist du? Elina. Alter, unser Dorf ist schon sowas von bevölkert. Ey, ohne Witz, du machst mir ein bisschen Angst, Tristan. Du kannst hier nicht einfach die ganze Zeit am Fenster bei meiner Frau stehen. Mann, dass du wegkommst. Jetzt ich glaube, da läuft was. Ich glaube, der ist einfach da auch so ein bisschen festgebackt. Jetzt... ihm passiert ja nicht. Er hat ja noch genügend HP. Aber es juckt ihn auch einfach nicht. Junge. Oh, ich muss aufpassen mit Banani. Ich werde mal... Ja? Mir hier noch was grabben. Bloodlodge Spectre. Haben wir keine andere AK mehr? Oh, ich wollte gerade sagen, ist die nackt? Hier ist noch eine Thompson. Leider nicht. Oh, hier ist noch eine AK. Ich habe auch eine AK für dich, Manu. Filter. Wo steckst du schon ein bisschen wieder bei dir im Bunker? Oh Gott. Gesundheit. Ich wurde angegriffen von den Bazillen. Hilfe. Oh nein. Was machst du denn dafür? Achso, du steckst die Sachen ab. Ja. Du hast aber ein Riesenhaus. Gar nicht. Du hast doch da schon eins. Nee. Warte mal, soll ich hier die Zäune platzieren? Das ist ein Kellereingang, das ist kein Haus. Die Zäune. Nee, hier zwischen kommt gar nichts. Die kannst du bebauen. Nur hier, ich werde das unterirdisch verbinden. Wie? Also hier darf ich bauen oder da vorne? Nee, hier ist meins. Hier ist deins. Okay, ja. Und hier ist dann okay. Genau, das ist meins, bitte. Das ist meins, bitte. Bitte. Okay, dann könnte ich hier. Ich steck das schon mal so ein bisschen ab. Mach ich mal hier. Ja, aber du darfst natürlich nicht da unten bauen, ne? Sonst landest du bei meinen Kindern. Nee. Das ist alles easy. Ich werde ein herrschaftliches Haus hier hinsetzen. So, hier passt das. Oh, ich muss natürlich aufpassen. Da kommt dann der Stadtkern hin. Könnte auch so einen krassen Brunnen oder so basteln. Oh, warte mal. Und ein Beacon wäre cool. Stimmt, oder? Das wäre wirklich nice. So. Das wäre geil. Da passt auf jeden Fall ein richtig großes Haus hin. Können dann auch vielleicht ein bisschen zweistöckig. Was ist eigentlich mit unserer Ruhmeshalle? Um die haben wir uns auch noch gar nicht mehr gekümmert. Doch, ich habe da gerade mal reingeguckt. Schau mal rein. Ja, was ist das denn? Diese Mod, ey. Weil ich hasse es, wenn sowas nicht funktioniert. Ich habe die Mod echt auch nicht gut rausgesucht. Und dann, ach Mann. Wie machen wir denn? Könnte man Schilder aufstellen? Sozusagen, wir bräuchten ja auch immer noch, dann kommt dann auch ein unterirdischer Friedhof hin. Das wäre, glaube ich, ziemlich, ziemlich nice, wenn man dann auch den Toten gedenkt. Oh, da darf ich dann alles mit mir vollklatschen? Wir gedenken Manuel zweimal. Dreimal. Alle meine Kinder da schon mal reinpacken, falls sie sterben. Ja, falls sie im Kampf gegen Kleopatra, die versucht zu flüchten oder so. Genau. Ja, das wäre nicht schlecht. So, meine Damen und Herren, für heute soll es das gewesen sein. Und morgen, meine Damen und Herren, gibt es Folge 100. Ich weiß, die heutige Folge war 99,5. Dies, das, Ananas. Aber morgen, Folge 100, geht es zum Mond mit dem guten alten German Let's Play. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische um 14 Uhr wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Schaut bei German Let's Play vorbei, der ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.